Möchtest du herausfinden, ob du genug Talent zum Klavierlernen hast? Am Ende des Videos zeige ich dir, wie du dein Talent testen kannst. Also bleib dran. Vielleicht stehst du ganz am Anfang und überlegst dir, du möchtest Klavier lernen und dann denkst du dir, naja, das ist doch schwierig, das ist kompliziert, das ist viel Arbeit, habe ich überhaupt genug Talent dazu? Und dann hast du vielleicht früher in der Schule gehört, naja, du bist doch unmusikalisch. Im Chor hat man gesagt, na, die Brummler bitte leise sein. Die Unmusikalischen quasi also hinten irgendwo verstecken. Wir hören also sehr oft, naja, dafür habe ich kein Talent. Oder dafür habe ich kein Talent. Oder dafür habe ich kein Talent. Wir nutzen Talent auch gerne als Ausrede. Ich nutze mein Talent, mein mangelndes Talent im Sport zum Beispiel, dafür, dass ich keinen Sport mache. Dafür habe ich einfach kein Talent. Ich bin einfach zu faul dazu. Das ist nämlich die Wahrheit. Jetzt stellt sich die Frage, was ist Talent? Unter Talent verstehen wir eine von Geburt an vorhandene Veranlagung, dass wir uns bestimmte Tätigkeiten oder Gebiete schnell erarbeiten können. Wenn wir zum Beispiel talentiert sind fürs Klavierspielen, hat man so die Idee, dann braucht man nicht viel üben, man setzt sich hin und kann einfach spielen und es geht alles leicht von der Hand, dann ist man talentiert. Und wenn es alles furchtbar mühsam ist und viel Arbeit und immer schlecht klingt und so weiter, dann ist man eben untalentiert. Jetzt ist die Frage, gibt es Talent, gibt es sowas oder gibt es sowas gar nicht? Ja? Ich muss leider sagen, und das ist die schlechte Nachricht, es gibt tatsächlich Talent und es gibt tatsächlich auch große Unterschiede im Talent. Ja? Ich habe das bei meinen Schülern und Schülerinnen gesehen, da gab es halt wirklich welche, die sehr schnell vorangekommen sind, die bei Wettbewerben mitgespielt haben, da auch gewonnen haben. Und dann gab es auch andere, die jahrelang für sich gespielt haben und nicht sehr weit gekommen sind. Jetzt ist aber die Frage, was davon ist jetzt Talent und was davon ist vielleicht Interesse oder mangelnder Fleiß oder frühe Förderung. Ja? Das lässt sich eben nicht leicht unterscheiden. Ne? Oft ist es so, dass die talentierten Schüler oder Schülerinnen von frühester Kindheit gefördert wurden und dass die Eltern mit ihnen ins Konzert gegangen sind oder in viele Konzerte gegangen sind, dass sie einen Bezug zur Musik aufgebaut haben, dass sie vielleicht im Chor gesungen haben oder im Kindergarten auch gut gefördert wurden oder musikalische Früherziehung gemacht haben. Und andere, die das nicht hatten, denen fehlt diese Förderung und die wirken dann im ersten Moment weniger talentiert oder vielleicht sogar unbegabt. Es gibt ein ganz nettes Video, was ich vor ein paar Jahren gemacht habe, wie du begabt Klavier spielst, ohne dass du ein großes Talent bist. Das schaust du dir mal an. Man kann nämlich tatsächlich so spielen, dass es klingt, als ob ich begabt wäre, obwohl ich wirklich nicht unbedingt jetzt ein Genie bin. Ja? Also du siehst, das Talent, das ist was sehr, sehr, sehr Relatives und ich möchte jetzt eigentlich auch gar nicht mehr groß drauf eingehen. Für mich als Lehrer, muss ich sagen, hat das Talent meiner Schüler eigentlich nie eine Rolle gespielt. Ich habe talentierte Schüler genauso gern unterrichtet und genauso intensiv unterrichtet wie weniger talentierte. Und natürlich hat mir das immer Spaß gemacht, wenn man möglichst weit mit einem Schüler gekommen ist. Aber trotzdem, es hat mit so vielen Faktoren, natürlich auch mit der Übezeit, wie viel übt man und vor allem mit der Qualität des Übens, was dann letztendlich dabei rauskommt. Jetzt kann ich aber gut verstehen, du bist ja ganz am Anfang oder hast als Wiedereinsteiger vielleicht früher schlechte Erfahrungen gemacht, dass du dich wirklich fragst, ja, reicht mein Talent, lohnt sich das überhaupt, dass ich mich mit dem Klavier beschäftige? Und das kannst du tatsächlich testen. Ich habe da einen kleinen Minikurs zusammengestellt mit der kleinen Melodie, die dir vielleicht, die Klänge kommen dir vielleicht sogar bekannt vor. Also es ist kein bekanntes Stück, aber die Klänge kommen dir vielleicht bekannt vor. Und wenn du dieses Stück, das ist jetzt mal meine Prognose oder Behauptung, wenn du dieses Stück in einer angemessenen Zeit lernen kannst, zum Beispiel in einer Woche. Ich will jetzt auf der Woche nicht rumreiten, ja? Es ist ein bisschen individuell, aber wenn du das jetzt, nehmen wir mal an, in einer Woche lernen kannst, dann hast du genug Talent zum Klavierlernen. Es geht vor allem darum, das Klavierspielen muss dir Freude machen. Ja? Wenn du natürlich ein ungeduldiger Mensch bist oder einen ganz, ganz hohen Anspruch hast und sagst, ich will in einem halben Jahr Mondscheinsonate spielen, dann wirst du vielleicht zu dem Schluss kommen, da reicht dein Talent nicht aus. Ja? Aber wenn du sagst, okay, für meine Zwecke, mir macht das Freude, dann reicht dein Talent sehr wohl aus. Ja? Und das kannst du eben mit diesem kleinen Stück testen. Du kannst dabei herausfinden, macht mir diese Beschäftigung mit der Musik überhaupt Spaß?
Will ich das? Mag ich das? Macht mir das Freude, wenn ich das übe, wenn ich das lerne? Und kann ich dann tatsächlich innerhalb von einer Woche ein Ergebnis erzielen, wo ich sagen kann, okay, das ist eigentlich wirklich schön, das gefällt mir, das klingt gut. Und wenn du nach einer Woche Zähne knirschend sagst, okay, also jetzt habe ich eine Woche dahin geübt und das klingt jetzt wirklich sehr bescheiden und das reicht mir nicht, dann kannst du natürlich für dich entscheiden, nee, Klavierspielen ist nicht meins. Aber glaub mir, es liegt weniger am Talent, sondern an deinem Anspruch. Wenn du also jetzt dein Talent testen möchtest, ob es ausreicht für deine Ansprüche, für deine Zwecke und ob du schnell genug vorankommst, damit du wirklich Freude beim Klavierlernen hast, dann trag dich jetzt bei meinem Minikurs ein. Kostet dich keinen Cent, nur deine E-Mail-Adresse. Den Link findest du hier unten im Beschreibungstext. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis zum nächsten Mal, dein Franz Titscher aus München.